Ich klinge mich aus. Wir sehen uns bald. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne erstmal. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Cyberpunk 2077 mit meiner Wenigkeit Paxis. Wir sind immer noch im Auslaufen der ersten Mission. Hör zu, Mano. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe ein Date mit Misty und... Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, Vi. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Ihr sagen, der Job ist durch. Das ist ja mal ein interessanter Name, Wakako. Gefällt mir. Wakako Okada. Ah, bestimmt eine Japanerin. Jackie Wells. T-Bug. T-Bug scheint die Frau zu sein, oder? Die Schwarze. Und Jackie Wells ist der Typ, mit dem wir gerade reden, oder? Wenn ich es richtig mitbekommen habe. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Relativ gut. Traumateam hat sie uns abgenommen. Sie kommt durch. Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Also ich muss immer noch sagen, dass ich schade finde, dass wir die ersten 6 Monate hier nicht selber erlebt haben, weil... Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren... Mal, den Gedanken will ich kurz zu Ende führen. Ich finde es irgendwie schade, das wird sich wahrscheinlich noch ändern, aber dass wir die ersten 6 Monate nicht mitgemacht haben, weil der Charakter Vi, den wir hier steuern, der scheint ja schon komplett im Leben angekommen zu sein in Night City und ich bin noch gar nicht angekommen in Night City, also das ist irgendwie ein bisschen komisch. Hätten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Mano. Ich fahre. Was ist das? Ach so, Karten. Oh, das ist jetzt mein Auto. Sieht ja ganz cool aus. Fettes Ding. Ja toll, wahrscheinlich müssen wir wieder rumballern, deswegen fährt er jetzt. Ja, ich weiß, er will das Auto ausleihen und setzt uns mal ab. Ist schon okay. Neue Mission, der Auftrag. Okay. Die reden nicht, oder? Oh, es regnet! Night City ist einfach geil. Stadt wie jeder andere. Nur größer. Nein, Mano. Nicht wie jede andere. Morgan Blackhand. Andrew Wayland, Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Bin ich am Verhungern? Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Ah, oh, shit. Stimmt. Bin ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Chicago. Das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Geff! Ich aus der Puta! Jetzt fahr schon, Jackie! Na los, wie? Schieß! Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Worauf soll ich denn schießen? Auf das Fahrzeug? Auf die Reifen? Da guckt da niemand raus. Ja. Arschlöcher! Wie? Ziel auf den Fahrer! Ja, ich sehe seinen Kopf nicht! Chingado! Ah, dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, wie? Schon okay, das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Es war merkwürdig, war irgendwie einfach.
Chingada madre! Was ist denn passiert? Hallo? Verdammt! Verrammeln nicht alles! Geiler Bug. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Ja, ich hab da auf F gedrückt. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich, Officer. Polizei scheint also nicht automatisch korrupt und schlecht zu sein. Ja, sorry, dass ich wieder leise bin, aber ich bestaune einfach nur die Umgebung. Gefällt mir auch, dass es regnet. Ich mag Regen. Was ist das? Die sind aus nichts aufgetaucht. Wo rennen die weg? Vor was? Na los, ich hab nicht ewig Zeit. Die rennen gar nicht weg. Guck mal, wie. Da gibt's aufs Maus. Scheiße, sie sind hier. Alle Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern Maxtech. NCPD-eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zu Frühstück. Tja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Ja. Wir haben jetzt auch noch die Spezialeinheit der Polizei kennengelernt. Die werden bestimmt auch irgendwann mal gegen uns kämpfen. Leider Gottes. Schauen wir mal. Geschafft. Wir sind gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Klar. Ich spiel wieder den netten Jackie. Der scheint auch ganz nett zu sein da, der Jackie. So ein Quietsensor. Was ist denn? Was ist mit den Reifen los? Warum quietscht denn das die ganze Zeit? Süße Träume wie. Danke. Grüß Misty von mir. Werde ich. Hi, luego. So, wie man gemerkt hat, bei der Autofahrt gab es manchmal so leichte Ruckler, also nennt man ja auch gerne mal Level Up. Dann gerade, ich muss Z drücken, um irgendwas levelmäßig zu machen, machen wir gleich. Ja, es gab so leichte Ruckler, als wir... Drei Münder? Three Mouths, One Desire, Sasha Deven Experience. Ist wahrscheinlich eine Prostituierte oder so, krass. Ich weiß nicht, ob ich das schön finden würde, wenn eine Frau drei Münder hätte. Naja, es gab so leichte Ruckler, als wir da lang gefahren sind, also so Frame Drops halt, aber ein Freund von mir, der es auf der PS4 spielt, hat gesagt, dass es bei der PlayStation auch so ist, also scheint eindeutig an irgendwelchen programmiertechnischen Dingen zu liegen. Milfgaard 30 New, was? New Mares to pick from Mares?
Soll das ein A sein? Scan for discount, 35%. Apply to a was? Apply to a limited selection of dolls. Ich denke, ich kann das scannen und kriege irgendeinen Rabatt. Naja, scheint auf jeden Fall ein ziemlich krass sexualisiertes Spiel zu sein oder halt eine sehr sexualisierte Zukunft zu suggerieren. Was natürlich definitiv möglich ist, dass es so eine Zukunft geben kann. Tough mornings. Have a break, have a KitKat. Ach nee, das war was anderes. Kaffee halt. Was haben wir hier? Tränkeautomaten. Spontanbedarfserfüllungsmaschine. Ablenkungsmanöver. Ja, die will ich eigentlich nicht machen. Was ist das? Mix it. Getränk. $10. Und man kann halt irgendwas dann bekommen. Wie viel Geld habe ich? Wo steht mein Geld? Hallo? Keine Ahnung. Was ist das? It's big. All foods. Burrito, Burrito, Burrito XXL. Was haben wir hier? $5 für irgendeinen Snack. Ich habe mir das Gefühl, dass am Anfang $5 echt noch viel Geld sind. Das ist verdammt teuer. $5, $10. Und hier wurde dann Müll abgestellt. Ziemlich dreckig auf jeden Fall in dem Haus, in dem wir wohnen. Hm. Was haben wir draußen wieder für eine Reklame? Da sehe ich doch schon wieder Brüste, oder? Tatsachen. Your taste. Der Pleasure. Body Dog. Proudly using Easy Beef. Unfassbar, oder? Ist das Werbung für Hundefutter? Warum muss denn da eine nackte Frau drauf sein? Krass. Aber wahrscheinlich wird uns sowas hier noch oft begleiten. Ist halt eine ziemlich abgefuckte Zukunft irgendwie. Ach so, was war das? Z Level Up oder? Ich weiß halt auch gar nicht. Okay, das ist hier schon mal nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob was sowas wie ein Inventar. Ah. Itemherstellung. Ich gehe mal davon aus, das wird uns noch irgendwann gesagt, wenn das nochmal relevant wird. Deswegen würde ich das jetzt erstmal ignorieren. Inventar. Ach, das haben wir gerade an. Leider kann ich mich hier nicht drehen, wie es aussieht. Ah. Sieht noch ganz cool aus. Okay, die Schuhe sind nicht ganz mein Fall, aber ansonsten. Kopf. Neu. Ja, also so ein Hut sieht schon mal ziemlich scheiße aus. So ein Band ist auch nicht wirklich cooler. Ich will eigentlich nichts davon haben. Ablegen. Oh nein, sag bloß, ablegen ist mittlere Maustaste. Oh nein. Fallen lassen ist X. Muss ich es jetzt fallen lassen, um es ab... Na, ich kann nichts ablegen, ich kann nichts fallen lassen, was ich anhabe, und ich kann es nicht ablegen, weil die die mittlere Maustaste dafür nicht da ist. Also die ist kaputt anscheinend bei meiner Maus. Das ist doch, oh nein, muss ich jetzt echt mit dem Ding hier rumlaufen? Ich will das nicht aufsetzen. Verdammt! Rucksack, Cyberware. Boah, es ist echt so viel. Also das, da werden wir noch ein paar Folgen brauchen, bevor ich mich hier total zurechtfinde. Karte, Charakter, verfügbare Attributspunkte, verfügbare Vorteilspunkte. Auch da wurde irgendwie nichts gesagt, Tutorial-mäßig. Lass ich auch erstmal weg, sollten wir jetzt, ich gehe mal, vielleicht, ich gehe davon aus, dass wir irgendwann dann noch, Journal, dass wir irgendwann dann noch informiert werden. Auswählen, ablegen. Oh, fuck, und ich wette mit euch, dass ich, dass das komischerweise in den Tastaturbelegungen nicht einstellbar ist, weil ich habe ja jede Auswahl, wo hier irgendwo die mittlere Maustaste gewählt war, die habe ich auf G gelegt und es ist keine mehr da. Das heißt, ich kann nichts einfach so ablegen jetzt. Das ist ja bitter, ey. Muss ich mir jetzt echt deswegen eine neue Maus kaufen? Klar wäre es nicht schlecht, sich eine neue Maus zu kaufen, wenn eine Taste nicht geht. Aber die mittlere Maustaste, die verwende ich halt einfach so gut wie nie.
Deswegen wüsste ich halt jetzt, also deswegen habe ich gedacht, wozu soll ich mir eine neue Maus kaufen, wenn die mittlere Maustaste eh nicht verwendet wird, die anderen Sachen gehen und das ist jetzt das erste Spiel, wo das halt echt ein Problem ist. Mist. Jetzt habe ich nur noch, jetzt muss ich, oh fuck. Jetzt ist die Frage, was ich nehme, dieses blöde Bandana oder ist ja kein Bandana, sondern einfach nur ein verstärktes Baumwoll. Stirnband, 2,8 Panzerung, da sieht man wenigstens, dass es sauber ist und passt super zu einer Sonnenbrille und einem faulen Tag am Strand. Also die Panzerung von dem Hut ist besser. Naja, ich glaube, es ist ein bisschen cooler. Also lieber würde ich nichts von beiden anziehen, aber was soll's. Oberkörper, keine Items. Gesicht. Kurz nach dem ersten Job mit Jackie gekauft. Wies Lieblings-T-Shirt. Das Geile ist halt, dass halt auch überall immer was drunter steht. Oink, oink, doppelt gewebtes Bloody Picky Cutout Tankshop. Hat genau den gleichen. Und das hat eine bessere Panzerung. Ausgefranstes Scaff-Kampfhemd. Oberkörper, untere Schicht. Überrasche deine Gegner mit einer hochkonzentrierten Dosis Kitsch. Ach du Scheiße, sieht das kacke aus. Das ist ja echt ein Problem hier bei dem Spiel. Das ist ja auch optisch, um was geht. Also ich will ja nicht kacke aussehen, nur weil die Panzerung damit besser ist. Nee, sorry. Dass ich den Hut jetzt auflassen muss, das ärgert mich schon, nur wegen dem Problem, dass die mittlere Maustaste nicht mehr existiert. Und ich habe ja schon wieder rumgedampert ohne Ende. Es tut mir leid, wir gehen mal weiter. Unfassbar, zum Glück sehe ich mich nicht mit diesem Hut auf. Jetzt wieder zurück zur Erdoberfläche. Militech gab bekannt, dass sie auf dem roten Planeten eine neue Kolonie errichten wollen. Ihre geplante Basis soll in genau drei Bereiche aufgeteilt werden. Ein Industrie-, ein Forschungs- und ein Wohngebiet. Hä? Die Arbeiten haben noch nicht begonnen, doch es stehen schon 10 Wohnmodule zum Verkauf. Der momentane Startpreis liegt bei 100 Millionen Euro-Dollar. Ein heftiger Preis, ja. Aber kann man seine Sicherheit wirklich mit Geld... Wie komme ich denn jetzt hoch? Apartments. Ach so, jetzt geht's plötzlich. Buck? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Unser Vater im Himmel. Und unser zweiter Gast ist Karina Lee, Moderatorin der Show Chip In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr Such keinen gerne Stress. Das exklusivste und meistbegehrte Implantat sprechen. Handfächer. Und zwar Arasakas. Kümmere dich um deinen Kram! Das ist die Antwort. Ah, schön, dass noch geraucht wird in der Zukunft. Ja, das ist cool. Taste the love. Das sind einfach irgendwelche Getränke und Speisen. Interessanter Mund. Wipeout. Happy Hour. Ach, ist das Werbung für irgendwelche Filme? Ich glaube. Crime and Punishment and Zombies. Oh, die hat aber was Kurzes an. Was hatten die an? Was ist denn das? Das sieht ja mal, sorry, aber richtig hässlich aus. Die hat irgendeine ganz merkwürdige Hotpants oder Unterhose an und darüber einen merkwürdigen Body. Das sieht ja richtig doof aus. Die Kombination sieht doof aus, die Farben sehen nicht geil aus. Hat sie sich aber ganz schön verschandelt, die Frau. Also nach meiner Meinung zumindest. Wer ist das? Kann ich mit der reden? Die sieht schon besser aus, was die Klamotten angeht. Ach so, die hat auch wieder offene Jacke und naja, okay. Auch hier ist wieder Musik an. Ah, aber da können wir das Radio ausschalten. Sehr schön. Ich weiß auch nicht, warum der die Musik laufen lässt, wenn er gar nicht zu Hause war. Ich würde sagen, wir gucken uns mal um, was es hier noch so einzusammeln gibt. Wirf einen Blick in dein Waffenlager, optional, und dann geh ins Bett.
Okay, und wieso habe ich keine Haare und keinen Hut auf? Was ist hier gerade passiert? Alter, sieht das creepy aus. Mürrig gucken. Oh, das ist so merkwürdig ohne Haare und dem Hut auf. Was ist denn das? Sieht aus wie so ein merkwürdiger Zombie. Auch die Augen, die sehen doch nicht normal aus. Also das ist irgendein Bug. Sieht aus wie irgendein Zombie oder sowas. Jetzt sehen die Augen wieder ein bisschen normaler aus, wenn man jetzt langsam die Pupillen wieder sieht. Gaffen, starren. Es gibt einen Unterschied zwischen Gaffen und Starren, interessant. Okay, das sieht irgendwie gleich aus. Nee. Ja, also ich weiß nicht, was da los war, aber so sehen wir eigentlich überhaupt gar nicht aus. So sehen wir eigentlich aus und wir haben eigentlich auch, wie man sieht, blaue Haare. Und leider halt den Hut jetzt auf, weil es nicht anders geht. Was geht? Also das... Ich sag mal so, da legt sich schon ganz gut in das Outfit rein, ne? Also es ist schon stimmig, aber ich würde trotzdem lieber gar keinen Hut tragen. Aber ich glaube, ich werde mir deswegen jetzt keine neue Maus kaufen. Das ist für mich einfach Verschwendung. Wenn das das einzige Problem ist mit... Ich hatte natürlich theoretisch noch andere Mäuse, aber halt nicht so schöne, gute zum Spielen. Egal, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut und schauen uns beim nächsten Mal genauer an, unser Apartment. Sobald ich dann auch die meisten Dinge im Spiel entdeckt habe, wird es bestimmt auch ein bisschen strikter nach vorn gehen. Es tut mir leid, dass mich hier alles so sehr fasziniert und ich mir alles ganz genau angucken muss, aber ihr kennt mich, breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. Abo dalassen, Glocke aktivieren, kommentieren, Daumen nach oben, bis morgen, tschö, tschö.